Altersbeschwerden. So unsexy, oder? Und trotzdem wartet es hinter uns so irgendwie auf uns. Irgendwann taucht es eben doch auf. Aber in welchem Umfang, in welcher Stärke, das könnt ihr zu circa 70% selber beeinflussen. Das ist doch mal eine richtig gute Nachricht, oder? Also es gibt oft Arthrosen, Rückenbeschwerden, Diabetes Typ 2, Bluthochdruck. Das sind so die Klassiker, die sich einschleichen im Leben, wenn der oder diejenige das insgesamt nicht gesundheitsorientiert gestaltet. Also für die Arthrose bitte Muskeltraining machen und jetzt kommt ein zusätzlicher Aspekt. Ihr habt hier Kugelgelenke. Ihr habt hier in der Hüfte Kugelgelenke. Diese Partien müssen wirklich auch im Kreis bewegt werden. Und Muskeln, die hinter euch liegen, das zählt, ist auch beim Gesäß so, wenn ihr das hier hinten trainiert, also wirklich die Pobacke, dann habt ihr ganz viel davon, dass die Kugelgelenke auch mit fit gehalten werden. Die Wirbelsäule wünscht sich für die Versorgung der Bandscheiben starkes Höhlen und Runden. Ich setze mich mal kurz mit der Seite hin. Rund machen, der Kopf geht dann vorne auch mit nach unten und dann unglaublich doll höhlen und die Arme nach hinten ziehen und die Schulterblätter zusammenschieben. Dann habt ihr schon mal für die Kugelgelenke, für die Wirbelsäule etwas. Die Knie wünschen sich Ausfallschritte oder im Sitzen, wenn ihr Knieschmerzen habt, macht ihr im Sitzen einfach erstmal nur eine Streckbewegung. Dann habt ihr den Oberschenkel auch schon drin. Das könnt ihr im Büro machen, das könnt ihr kurz mal zwischen Hauptgang und Dessert machen. Trainiert bitte diese Muskulatur. Die ist nämlich dafür zuständig, dass ihr möglichst gesunde Knie behaltet. Bezogen auf Diabetes Typ 2, schaut doch mal auf das, was ihr esst. Fahrt das Brot ein bisschen runter. Industriezucker brauchen wir eigentlich alle überhaupt gar nicht mehr, finde ich. Ja. Da esse ich lieber mal eine Dattel zwischendurch. Damit ihr den Blutzuckerspiegel nicht immer so nach oben und unten und oben und unten jagt. Und das führt gleich noch zum Thema Bluthochdruck. Wenn ihr weniger Gewicht habt, also ich sage mal Normalgewicht, ich bin überhaupt nicht jemand, der dem Idealgewicht hinterher rennt. Normalgewicht, ein gutes Verhältnis zwischen Fettanteilen, Fett brauchen wir auch ein bisschen, und Muskelanteil, dann kommen wir gesundheitlich sehr weit. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ihr einen Bluthochdruck, ich sag mal, 150, 160 zu 90, 95 entwickelt, schrumpft auf ein absolutes Minimum. Das lohnt sich für viele Zivilisationskrankheiten im Bewegungsbereich und im Ernährungsbereich, sich ziemlich schlau aufzustellen. Und dann, wenn wir alt sind, sind wir immer noch fit wie die Jungschen.